Lange Zeit war dieser Handelstag recht ruhig gewesen. Der DAX dümpelte relativ kräftig im Minus. Dahin dann auf einmal die Meldung am Nachmittag, dass der Industrie- und Stahlkonzern ThyssenKrupp angeblich an seiner Aufspaltung bastelt. Jetzt also doch, das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Und das war die Meldung, auf die die Anleger offensichtlich gewartet hatten. Die Aktie von ThyssenKrupp, sie springt an in der Spitze über 7%. Und das zieht natürlich auch den DAX nach oben. Also dann kam noch mal richtig Bewegung hier auf und ins Parkett. ThyssenKrupp sei eine der interessantesten Restrukturierungsstories, so hat es ein Händler entsprechend formuliert. Ja, und deswegen dann auch entsprechend groß die Euphorie unter den Anlegern. Wie gesagt, der DAX drehte daraufhin ebenfalls auf, drehte ins Plus sogar über 12.400 Punkte. Schauen wir voraus, morgen Freitag, letzter Handelstag der Woche, hier die wichtigsten Termine. Da haben wir zum einen den Blick auf den deutschen Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenzahlen gibt es um 9.55 Uhr, ein paar Minuten später um 10.30 Uhr. Der Blick nach England, das Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal, 200 Tage noch bis zum Brexit. Um 11 Uhr dann aus der Eurozone die Verbraucherpreise, zunächst eine Vorabschätzung. Und am Nachmittag dann der Einkaufsmanager-Index Chicago für den Monat September. Und last but not least um 16 Uhr das Konsumklima der Uni Michigan. Der Verbraucher, der amerikanische Verbraucher, gilt ja als eine der wichtigsten Stützen der amerikanischen Wirtschaft. Zahlen habe ich noch für Sie ein bisschen überschaubar. Das Ganze Borussia Dortmund für die Sportfans, Chromi Logistik und die Hauptversammlung von Heller. Und vielleicht haben Sie es schon mitbekommen, die Fußball-Europameisterschaft kommt nach Deutschland im Jahr 2024. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.